Hallo und herzlich willkommen am Mittwoch zu einer neuen Folge Super Mario Maker. Und wir spielen Real Lucky, Will You Can? Von Lucien. Mal gucken, was der Gute da so gebaut hat. Erstmal einen Pilz mitnehmen, das ist ja sicher. Da kommen Bomben. Okay. Fängt schon mal sehr gut für uns an. Aber ist nichts, was wir nicht noch schaffen könnten. Ja, das lassen wir mal weg. Oh, das war schlecht. Ah, wir sind noch... Okay, wir sind doch nicht mehr drin. Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen können. Nein. Dafür ist der Pilz gedacht. Aber kein Problem. So viel zu keinem Problem. Nochmal das Ganze. So. Was gibt's denn Neues? Demnächst steht die Gamescom an. Du mieser Wichser. Demnächst steht die Gamescom an, wo wir natürlich auch wieder dabei sind. Also, falls der ein oder andere von euch auch da ist, vielleicht sieht man sich ja. Wir sind von Samstag und Sonntag sind wir da. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen dort. Ihr erkennt uns auf jeden Fall. Wir haben nämlich unsere T-Shirts an. Vielleicht auch mal ganz lustig, die Leute kennenzulernen. So, erstmal das hier weg. Das war schlecht. Ah, da unten ist schon die Fahne. Kriege ich hier keine Stampfattacke hin? Brauche ich gar nicht. Deswegen sind wir jetzt alle irgendwie auch schon in Planung, dass wir irgendwie ein bisschen vorab aufnehmen. Für die zwei Tage, wo wir dann nämlich nicht da sind. Dass hier ja nichts ausläuft. Ich weiß gar nicht, gehen welche von euch zur Gamescom? Oder seid ihr da generell nicht dafür? Copper Cavern von Christian. Wir interessieren uns natürlich immer, was als nächstes rauskommt, was wir zum Beispiel spielen können. So, was ist jetzt hier der Plan? So, okay. Natürlich, du mieser Wichser. Da hat er uns gelingt. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Oh, da kriegen wir Blumen. Das ist schon mal sehr gut. Gibt's denn da oben? Ach, nur ein Pilz. So, dann müssen wir hier hoch.
Weg mit dir. Okay, da werde ich nicht durchkommen. Also muss ich hier rein. Oder doch, ich komme da durch. Und zwar so. Zack, zack. Na, so vielleicht nicht. Aber jetzt ist wenigstens frei. Dann können wir den jetzt mitnehmen. Okay, wir müssen das Ding hier holen. Muss ich da oben drauf, oder was? Scheint so. Ach, guck mal. So, und jetzt? Drüber fliegen. Aha. Aber hier waren wir schon. Wie ist jetzt der Plan? Also ich habe das komische Flugding. So, und da komme ich irgendwie wieder raus. Aber in welche Röhre muss ich da rein? In irgendeine muss ich da rein. Die ist es wohl nicht. Vielleicht hier eine? Die nicht. Die auch nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, in welche das wir rein müssen. Ach, in die hier. Und da haben wir es geschafft. Hätten wir zwar schneller hingekriegt, aber kein Problem. Ja, ich freue mich dieses Jahr irgendwie auf die Gamescom. Das wird bestimmt wieder lustig. Wenn einem die Füße dann aber nicht so wehtun würden. 2 Tage lang nur über die Messe laufen, ist schon heftig. Aber es lohnt sich. Beast Mode von Black Wolf. Bin mal gespannt, ob dieses Jahr auch wieder ein neues Assassin's Creed rauskommt. Bestimmt. Die gucke ich mir nämlich jedes Jahr an. Habe ich bestimmt schon erzählt. Und da gibt es ja bestimmt auch wieder irgendwelche neuen Nintendo-Spiele. Vielleicht Mario Party 11 sogar. Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Oder neues Mario Kart. So, da müssen wir jetzt leider raus. Und voll rein. Mitten in die Fresse. Ich weiß gar nicht, gibt es sonst irgendwas noch, was man sich angucken muss, soll? Ich meine, ich habe mich noch nicht schlau gemacht, was dieses Jahr alles vorgestellt wird, aber ich denke mal, Nintendo und Ubisoft, da werde ich mich am meisten aufhalten. Na komm. Ich weiß nicht, habt ihr da vielleicht einen Plan, was dieses Jahr sonst noch vorgestellt wird? Oder gibt's Sterne?
Aber wir haben es geschafft. Vielleicht hat ja auch wieder hier... Ach Gott, wie heißt es jetzt wieder? Der Delegenstand. Die waren nicht schlecht. Die habe ich schon lange nicht mehr auf der Messe gesehen. Das ist ja auch einer meiner Lieblingspublisher. Follow That Shroom von Ben. Also da würde ich mich auch freuen, wenn da wieder was Neues kommt. Deponia haben wir jetzt durch, aber... Trotzdem. Müssen wir jetzt dem hier folgen, oder was? So, Vector. Oh, hier geht's weiter. So, aber hier ist ja nichts mehr, oder? Ja, hier stecken wir jetzt fest. Okay, wir haben irgendwas falsch gemacht. Müssen wir mal kurz neu starten. Soll hier ein Pilz kommen? Ach, hier. Jetzt, okay. Dann folgen wir dem mal. Oh. Der springt hier ein bisschen rum. Ah, hat nicht ganz gereicht für oben drauf. Aber jetzt. Folgen wir doch mal dem Pilz. So, da kommt er. Und schon haben wir es geschafft. Ja, da bin ich mal gespannt, was dieses Jahr so abgeht. Da wird bestimmt EA wird wieder mit FIFA da sein. Auf 100 Pro. Und B2K ist natürlich auch immer dabei. Die Großen halt. So, Yoshi 22nd Sprint von Bastien. Gucken wir auch da gerne rein. Oh, das war ganz knapp. Aber das kriegen wir noch hin. So. Das wird jetzt schon nicht mehr reichen wahrscheinlich. Aber ich gebe nicht auf. Das mache ich noch. Zwanzig Sekunden sind halt ein Wort, ne? Aber geschafft. Locker lässig einfach mal geschafft.
16 Sekunden, da hat's aber einer sehr gut gemeint. Aber okay. Spielen wir weiter. Jetzt kriegen wir eine Goomba-Attacke oder sowas. Oh, fast. Ich probiere das mal ganz kurz. Perfekt. Ich glaube, besser geht nicht. Oh, doch, geht noch besser. Hätte ich nicht gedacht. Aber auch kein Problem. Wir machen einfach weiter. Ich glaube, das wird dieses Jahr ganz lustig. Ah ja, wir fahren im Kreis. Oh, das war nicht gut. Aber kein Problem, machen wir einfach nochmal. So, hier lang, hier lang, hier lang und zack. Okay, mal gucken, was jetzt kommt. Wieder irgendwas, was ich nicht sehen kann. Aber wie schon gesagt, ihr dürft auch gerne eure Lieblingslevel oder eure selbstgebauten Level einschicken. Dann spielen wir die natürlich auch. Oh. Super. Toll. Gehen wir halt erstmal da lang. So nämlich. Frag mich, was passiert. Na, egal. Ich will da jetzt nicht den Rekord brechen. Das ist mir eigentlich egal. Wir haben ihn eh in der Tasche. Soll sich jemand anders drum kümmern? Okay. EE von Josh. Oder Josh. Was hat er denn mit EE? Ich weiß ja nicht, ob das der Sinn von dem Level ist, aber... Wir haben das jetzt einfach mal so gemacht, weil wir die Möglichkeit hatten. Kann man mal machen. So, dann haben wir hier wieder irgendwas Komisches. Ist das ein Auto-Level? Bin mir nicht sicher. Na, ich glaube nicht. Oh. Eins. Thank you.
Ich glaube, da sollte ich vielleicht nicht rein. Wo sitzt der Stern? Da kommt er. Also, ich glaube, das ist eher der Sinn. Und schon haben wir es nämlich geschafft. So, das war's leider auch schon für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und schaltet morgen ein. Bis dahin, haut rein.